Herzlich willkommen zum Rockcast, dein Podcast für ein gesünderes, nachhaltigeres und geileres Leben. Mit deinem Gastgeber Chris The Rock, dem stärksten Bio-Eiweiß-Lieferanten und Gründer von Rock Sports. Herzlich willkommen, eine neue Folge vom Rockcast. Mein Name ist Chris The Rock, Gründer und Inhaber von Rock Sports, die feinste Sportnahrung in Bio-Qualität, Rock Kitchen, die feinsten Gewürze und Gewürzmischung in Bio-Qualität und Don Rock, unser feinster Bio-Café. Wie der Name schon sagt, auch in Bio-Qualität. Übrigens, gerade zwei feine Röstungen bei uns wieder frisch im Lager eingetroffen. Der Don Rock war kurzzeitig ausverkauft. Jetzt haben wir wieder Nachschub. Das heißt, wenn du so ein leidenschaftlicher Kaffeetrinker bist wie ich, ein feiner Espresso mit herrlicher Creme am Morgen ist ein Traum, dann schau vorbei bei uns im Rocksports Online-Shop. Und unser Don Rock Café wird ausschließlich in der aluminiumfreien Kartonverpackung abgepackt. Das heißt, auch hier haben wir wieder bei der Verpackung an das Thema Umwelt gedacht. Für mich sehr, sehr wichtig. Ja, aber es ist halt keine Kaffeewerbung, sondern heute geht es um die erste Folge im neuen Jahr, im Jahr 2022. Diese Folge nehme ich jetzt auf. Ich glaube, heute ist der 2. oder der 3. Jänner. Das Zeitgefühl verlässt mich ein bisschen. Aber es ist zumindest Anfang des Jahres. Und bei mir ist es immer so, die letzten Jahre auch schon, zum Jahreswechsel, die Tage davor, beziehungsweise zu Silvester und die Tage danach, ist eine sehr, sehr starke Reflexionsarbeit. Sprich, ich schaue mir das vergangene Jahr an, ich schaue mir an, was ich da gelernt habe, ich schaue mir mein Journal, das ich übers Jahr hinweg schreibe, an, schaue mir da wieder die Key-Learnings an und schaue dann, was kann ich für das kommende Jahr, für das Jahr 2022 umsetzen, besser machen, verbessern, optimieren und so weiter. Und diese Analyse, unter Anführungszeichen, die mache ich nicht nur, wie man es vielleicht vermuten könnte, beim Sport oder Ernährung oder im Training, sondern natürlich auch beim Thema Mindset. Das ist für mich ganz ein essentieller Punkt. Und die heutige Folge handelt genau zu diesem Thema, sprich, ich möchte drei meiner wichtigsten Learnings aus dem letzten Jahr mit dir teilen. Da geht es primär um das Thema Mindset, um das Thema, wie man mit bestimmten Situationen umgeht. Und das hat bei mir letztes Jahr sehr, sehr viel bewegt. Das werde ich dieses Jahr wieder genauso machen, beziehungsweise noch weiter forcieren. Und der Rockcast, den habe ich ins Leben gerufen, genau aus diesem Grund, dass ich die Learnings, die mir persönlich weitergeholfen haben, mit dir teile, genau auf diesem feinen Kanal. Ja, und wenn dir das genauso viel Spaß macht wie mir, wenn du Mehrwert daraus ziehen kannst, dann lass mich das wissen, beispielsweise in Form von einer 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts oder wie gehabt per E-Mail auf Instagram, teilst es mit Freunden. Genau dadurch können wir mehr Leute erreichen, mehr Mehrwert schaffen und genau darum geht es mir. Und wenn nur eine einzige Person vom Rockcast profitiert, dann ist im Grunde mein Ziel in Wahrheit schon erreicht. So, lang genug herumgesubbelt, jetzt starten wir direkt ins den Inhalt. Wie gesagt, ich habe drei meiner Key Learnings aus dem letzten Jahr mitgebracht und der Punkt Nummer 1, eine Metapher, die du wahrscheinlich schon einmal gehört hast, und zwar der sogenannte Elefant im Raum. Der Elefant im Raum ist eine Metapher, steht im Wesentlichen dafür, dass, stellt dir vor, im Raum mit 20 Menschen im Eck ein riesengroßer Elefant steht. So, wie du dir denken kannst, der Elefant per se, der ist relativ schwierig zu übersehen. Nichtsdestotrotz, die Personen, die sich im Raum befinden, jeder Einzelne weiß vom Elefanten, aber niemand spricht ihn an. Niemand traut sich das, denn wenn man jetzt darauf hinweist, boah, und dann schauen alle auf einen hin und was mache ich da damit? Das heißt, der Elefant im Raum ist eine Metapher für eine Sache, die in Wahrheit jeder weiß, sich aber niemand ansprechen traut. Ich nenne einfach einmal ein ganz ein plumpes Beispiel, bin überzeugt davon, dir fallen da selbst viele weitere ein. Stell dir vor, du bist auf einem Firmen-Event, dein Chef, dein Vorgesetzter, wie auch immer, oder auch beim Vortragsevent, steht vorne auf der Bühne und präsentiert was richtig Cooles, was richtig Feines. Da gibt es aber eine Kleinigkeit, die die Blicke aller Zuseher im Auditorium ablenkt, und zwar der Hosensteuer, auf Österreichisch gesagt, sprich das Hosentürl. Das steht meterweit offen, zumindest gefühlt meterweit offen. Da kann man richtig reinschauen. Ja, jeder sieht es, außer natürlich der Vortragende, der checkt es nicht. Aber niemand traut sich aufzeigen und sagen, Herr Chef, Sie haben da irgendwie was, da schaut was raus. Das passiert nicht. Das ist genau dieser Elefant im Raum. Das ist ein sehr plumpes Beispiel, aber auch ein anschauliches. So, das Problem ist aber, wenn die Dinge nicht klar angesprochen werden, ich meine, bei diesem Beispiel wird jetzt nicht viel passieren,
Aber der Elefant im Raum ist in der Regel oftmals, und da kommt auch mein Learning raus, ein Kommunikationsthema. Du bist vielleicht etwas, was schon ein bisschen in der Magengegend bei dir krummelt, wenn du mit einer Person beispielsweise in einem Projekt zusammenarbeitest. Und wenn du das Thema nicht gleich ansprichst, dann wächst dieser Elefant, der wird immer größer. Und dann ist im Grunde dann was direkt im Raum drinnen, aber keiner spricht es an. Jeder der Parteien fühlt es schon irgendwie, aber keiner traut sich das anzusprechen. Und da ist eines, das ist das erste Learning, wie gesagt, der Elefant im Raum, das Learning, das ganz, ganz wichtig ist. Kommunikation ist alles. Gerade zu Beginn, wenn die Probleme noch ganz klein sind, dann sprich sie an und schaff es mit wenig Energie aus der Welt. Wenn du die Dinge nicht ansprichst und sagst, naja, das macht vielleicht dann eh ein anderer und vielleicht spricht es er an und da muss ich nicht ansprechen, ich möchte ja da eine Konfrontation vermeiden, dann kann das im Umstand dazu führen, dass dieses Problem immer größer wird. Und je größer das Problem wird, desto mehr Energie brauchst du, um dieses Problem aus der Welt zu schaffen. Daher meine Empfehlung, Kommunikation ist alles. Dort, wo Menschen sind, dort Menschels auf Österreichisch gesagt, sprich, es wird immer irgendwelche Konflikte geben. Das ist völlig normal. Die Frage ist nur, wie geht man damit um? Schlucke ich das Ganze runter und hoffe ich, dass jemand anderer aktiv wird? Oder sage ich einfach, hey, ich würde es mir auch wünschen, wenn ich da der Vortragende wäre, dass mich wer darauf hinweist, dass der Hosenstall offen ist, dann erwarte ich das oder dann würde ich auch genau dieses Thema mal ansprechen. Ich sage, ich erwarte mir das von anderen, dann mache ich das ja auch. Und auch wenn 17 Leute sagen, boah, jetzt hat der das wirklich angesprochen, das ist ja der Chef und so weiter, völlig wurscht. Der Chef wird da sehr, sehr dankbar sein in diesem konkreten Beispiel. Und das nächste ist, was Kommunikation betrifft, man darf nie davon ausgehen, dass der andere das ja eh wissen müsste. Und sagt immer, nein, ich spreche das gar nicht an, das muss ja, das ist ja völlig normal, der andere muss das ja alles wissen. Geh niemals davon aus, dass dein Gegenüber den gleichen Kenntnisstand bzw. auch die gleiche Meinung hat wie du. Das ist absolut nicht selbstverständlich. Jeder von uns hat eine andere Realität. Ich habe in den vergangenen Rockcast-Folgen immer wieder mal von der geistigen Brille gesprochen. Das sind unsere Glaubenssätze, das ist unsere Erziehung und so weiter. Jeder von uns hat einen anderen Background, jeder von uns hat einen anderen Kontext, in dem er bestimmte Entscheidungen sieht. Dementsprechend, wenn du auf etwas achtest oder auf eine Sache schaust, etwas betrachtest, dann siehst du sehr, sehr wahrscheinlich etwas anderes als jemand, der neben dir steht und sich die gleiche Sache anschaut, weil er vielleicht andere Wertehaltung hat, vielleicht andere Prioritäten hat. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass die anderen eh das Gleiche wissen wie du. In den meisten Fällen, das zeigt die Erfahrung und das kannst du mit Sicherheit auch schon aus deiner Erfahrung bestätigen, ist es eben nicht der Fall. Das heißt, sprich den Elefanten im Raum an. Es hat übrigens noch einen richtig coolen Vorteil. Zu Beginn denkt man sich vielleicht, boah, soll ich das wirklich ansprechen? Aber Vorteil Nummer 1, wenn du das ansprichst, es ist ein richtiger eine Befreiung für dich, weil das ist eine Sache, die dir immer irgendwo im Bauch herumliegt, aber du sprichst das ja nicht an. Das wird immer größer und fester, das Gefühl, fester unter Anführungszeichen. Das heißt, wenn du das ansprichst, dann, ich formuliere es einmal so flapsig, fühlt sich das an wie ein richtig guter Toilettgang. Es ist einfach ein befreiendes Gefühl. Tut mir leid für dieses Bild, das ich da jetzt in deinen, das ich da jetzt gerade gezaubert habe, aber es trifft es gut. Ein befreiendes Gefühl, Punkt Nummer 1. Und Punkt Nummer 2, das kennst du vielleicht auch, Menschen, die genau diesen Elefanten ansprechen, die das ansprechen, was sich alle denken, aber niemand sich trauen sagt, das sind dann die Menschen, die wie ein Magnet wirken. Plötzlich schauen alle Leute darauf und sagen, boah, der hat das wirklich gesagt. Das ist wie ein Magnet, da zieht es mich hin, das ist ein, wo man sich denkt, boah, der hat das Selbstbewusstsein, boah, das der hat sich das wirklich getraut, man bewundert die Person und so weiter. Das heißt, in Wahrheit hat das Ganze nur Vorteile. Sprich die Sachen an, die dir am Herzen liegen, natürlich immer im entsprechenden Kontext, mit entsprechenden Vorsicht und Gefühl. Nicht immer alles plump rausschreien, das ist eh vollkommen klar, aber sprich die Sachen an. Wenn das Problem noch klein ist, kannst du es auch mit ganz wenig Energie aus der Welt schaffen. Ja, und wie gesagt, dort wo Menschen sind, dort menschelt's. Und das kann man nur durch Kommunikation entsprechend austragen bzw. erledigen. Ja, das war Punkt Nummer 1. Wie gesagt, der Elefant, ja,
der im Raum steht. Punkt Nummer zwei, für mich, gerade letztes Jahr, wir hatten ja mit Rocksports zwei große Fernsehauftritte in der größten Startup-Show im deutschsprachigen Raum. 2 Minuten, 2 Millionen heißt es. Kannst du auf dem YouTube-Kanal, hat jemand den Pitch hochgeladen, da kannst du das gerne anschauen. Ja, und da haben wir natürlich, als Rocksports ist noch immer überschaubar kleines Unternehmen, es ist zwar noch sehr, sehr viel geplant, aber trotzdem sind wir noch ein kleines Unternehmen, haben wir sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Das heißt, wir sind sehr, sehr stark in die Sichtbarkeit gekommen. Und da ist einfach, gerade im Social-Media-Bereich, da gibt es ja diese sogenannten Keyboard-Warriors, das sind die, die ganz schnell dabei sind, Kommentare zu schreiben, die oftmals nicht immer so positiv sind. Das sind aber die Menschen, wenn du die dann in der Realität triffst, ganz, ganz lieb und nett sind und das niemals dir sagen trauen würden, was sie mit dem Keyboard zum Beispiel unter einem Facebook-Posting von dir geschrieben haben. So, und da ist im Grunde eines meiner Learnings, das habe ich die letzten Jahre ohnehin schon gewusst, aber letztes Jahr ist mir das einfach nochmal ganz stark bewusst worden. Warum? Man sagt ja immer, es muss dir egal sein, was die anderen denken. Ja, das ist in der Theorie schon klar, aber du wirst mir wahrscheinlich bestätigen, dass das in der Praxis nicht immer so einfach ist. Weil am Ende des Tages gibt es da oben unseren Verstand und der versucht uns ja zu beschützen und versucht uns ja den möglichst widerstandsfreisten Weg zu gewährleisten, damit wir ja nicht irgendwo in eine Gefahr reinkommen. Und dieser widerstandsfreiste Weg ist aber der, der uns in Wahrheit nicht glücklich macht, weil wir uns dann immer noch irgendwelchen anderen richten und so weiter und in Wahrheit uns selbst gar nicht verwirklichen können. Das heißt, das Learning, lange Rede, kurzer Sinn, das Learning ist, du kannst erstens einmal nie wissen, was andere Leute über dich genau denken, schon gar nicht aus einem Kommentar raus und so weiter. Und du kannst auch nicht beeinflussen, was die Menschen über dich denken. Niemals, du kannst es nicht beeinflussen. Ich kann dich nicht beeinflussen, dass du jetzt sagst, hey, der Chris ist so hübsch und so nett und so lieb, vielleicht denkst du dir das, dann schmeichelt mich das, aber ich kann dich nicht dazu zwingen, dass du das denkst. Ich kann dich auch nicht dazu zwingen, dass du denkst, die Erde ist eine Scheibe. Ich kann es probieren, aber es wird nicht funktionieren. Das heißt, die Gedanken per se, die sind bei dir im Kopf, die kann ich in Wahrheit nicht beeinflussen. Ich kann das versuchen, Argumente ums Maul zu schmieren, dass du das vielleicht glaubst, die Erde ist eine Scheibe, aber es wird mir am Ende des Tages nicht gelingen. Das heißt, ich kann nicht wissen oder nicht beeinflussen, wie du denkst und ich kann schon gar nicht wissen, was du im Detail über mich denkst. Und da ist Social Media, so viele Vorteile, wie es auch hat, hat natürlich auch gewisse Nachteile, unter anderem dieses Thema. Du kennst vielleicht diese klassischen Kommentarschlachten unter Politik-Postings, wo man im Grunde, wenn man noch so viel Zeit und Muße investiert, niemals auf einen grünen Zweig kommen wird, denn auch wenn ich die, nehmen wir mal an, die absolute Wahrheit in den Kommentar schreibe, wird es trotzdem Menschen geben, die in diesen formulierten Sätzen was anderes lesen, als du eigentlich ausdrücken wolltest. Dementsprechend, du kannst es nicht beeinflussen. Und genauso ist es auch bei diesen Kommentaren. In Wahrheit, bei Rocksports ist es so, ich lebe das mit vollem Herz. Alles, was ich schreibe, alles, was ich mache, da stehe ich zu 100% dahinter. Wenn es dann eine Person gibt, die sagt, das gefällt mir nicht oder du bist ein Kaschball oder irgendwas, dann ist das okay, dann akzeptiere ich das. Wenn es dann beleidigende Kommentare sind, dann denke ich mir wieder, okay, da habe ich eher Mitleid mit der Person, denn wie traurig und wie langweilig muss einem im Leben sein, wenn ich mich unter ein Posting von irgendjemand anderen reinhänge und da schreibe, hey, du bist scheiße, und dann gehe ich wieder. Ich bin offen für jegliche Art von Kritik, sofern sie konstruktiv ist. Wenn es aber nur um Beleidigungen geht, dann ja, ist die schlicht und einfach traurig für die jeweilige Person. Das heißt, da habe ich eher Mitleid und sage, boah, ich wünsche dir von Herzen, dass du in eine andere Lebenssituation kommst, wo du das nicht mehr notwendig hast, dass du unter wildfremden Leuten den Postings was runterschreiben musst. Das ist ja wie, wenn ich sage, ich bin vielleicht kein Fan von McDonald's, das ist jetzt nur ein Beispiel, aber ich gehe auch nicht rein und sage, hey, ihr seid alle scheiße und fahr wieder weg. Ist natürlich nicht der Fall. Und genauso ist es auch bei den Postings. Wenn man sagt, das Posting ist wie das eigene Wohnzimmer, dann kannst du gerne herkommen und deine Meinung kundtun, aber das muss im Grunde nicht unter der Gürtellinie sein, das hat niemand verdient. Und
am Ende des Tages verändert sich auch nichts, außer dass man vielleicht Ärger irgendwie hervorruft, aber am Ende des Tages hat es null Mehrwert. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, es ist völlig unnötig, dass man auf das Rücksicht nimmt. Wie gesagt, konstruktive Kritik immer, da bin ich einer der Letzten, der sagt, das ist Blödsinn. Ganz im Gegenteil, bei Rocksports, wir nehmen alle Rückmeldungen, die wir bekommen, denn nur dadurch können wir uns weiter verbessern. Und wenn du dir die eine oder andere Rockcast-Folge anhörst, sage ich immer wieder, ich freue mich auf dein Feedback, denn dadurch können wir weiter wachsen. Genauso ist es. So, und jetzt noch der Abschlusssatz. Nehmen wir mal an, du würdest genau wissen, was der andere über dich denkt. So, und wenn der andere jetzt etwas über dich denkt, was dir beispielsweise, du bist jetzt eine Dame, da habe ich das gerade vor kurzem wieder gehört, eine junge Dame, eine Freundin von mir, die Crossfit macht, sehr intensiv, wo man halt merkt, okay, da sind schon auch schon Muskeln da, also eine hübsche, trainierte Frau. Und da gibt es halt dann Männer, die sagen, naja, boah, so viel solltest du aber eigentlich nicht trainieren und das ist eigentlich schon viel zu viel und so weiter. So, jetzt nehmen wir mal an, die Dame würde das wissen, dass der Herr das über sie denkt. Was wäre jetzt die Alternative? Es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist, die Dame macht genauso weiter wie bisher, weil das Crossfit macht ihr Spaß und die Muskeln sind dann ein Ergebnis davon. Das zweite ist, die Dame verändert, versucht sich jetzt so zu verändern, dass sie dem Meinungsbild dieses Herrn entspricht. Wie du da vielleicht schon denken kannst, diese Entscheidung, das kann man zwar machen, aber am Ende des Tages wird die Dame, die Lady niemals glücklich werden, weil sie ihr Leben dann für jemanden anderen liebt. Das heißt, auch wenn wir wissen, was die anderen über uns denken, wir können uns nicht an 17 verschiedene Meinungen, an die irgendwie anlehnen und versuchen uns zu adaptieren, denn dann wären wir uns am Ende des Tages selbst untreu. Das heißt, es macht, egal in welcher Blickrichtung wir uns das anschauen, nicht Sinn, dass wir uns über die Gedanken anderer Gedanken machen. Wie gesagt, Feedback, Reflexion und so weiter. Reflexion ist ganz, ganz wichtig, aber bis zu einem gewissen Grad. Das heißt, du kannst nie wissen und du kannst nicht beeinflussen, wie andere über dich denken. Learning Nummer 2. Learning Nummer 3. Lieblings- oder einer der ganz wichtigen Sprüche für mich. Memento mori. Sei dir deiner Sterblichkeit bewusst. Das soll jetzt kein depressiver Lobgesang dem Tod gegenüber sein. Der Tod gehört genauso wie die Geburt fix zu unserem Leben dazu. Es gibt immer so ein schönes Sprichwort bei uns im Mostviertel, nix ist fix, außer der Tod und irgendwas noch und die Steuer, genau. Die zwei Sachen sind fix. So, Memento mori, das Ganze kommt aus der römischen Zeit und da hat man, zumindest ist so die Überlieferung, da hat es immer einen Priester oder einen Sklaven gegeben, der den großen Imperatoren dann immer, wenn sie von erfolgreichen Feldzügen zurückgekommen, nach Hause gekommen sind, ins Ohr geflüstert hat, Memento mori, sei dir deiner Sterblichkeit bewusst. Auch wenn du so super toll bist und jetzt alles gewonnen hast, komm zurück auf den Boden, sei dir deiner Sterblichkeit bewusst. Und dieser Punkt gehört für mich auch dazu, die Uhr tickt. Das Leben ist keine Generalprobe. Vergeude keine Zeit. Außer du willst es bewusst machen, aber wenn du bestimmte Ziele hast, ich habe ganz, ganz große Ziele, ich liebe es daran zu arbeiten, ob es jetzt das Powerlifting-Thema ist, ob es private Themen sind, ob es Rocksport sind, die Rock World, da wird noch ganz, ganz viel kommen, das ich dir hoffentlich bald präsentieren kann. Da brenne ich dafür und da will ich keine Sekunde verschwenden, dieses Ziel zu erreichen. Und das ist mir letztes Jahr auch wieder bewusst geworden. Wenn man es schafft, diese Ziele, diese Visionen, diese Daseinsberichtungen, dieses Warum, der John Strelecki würde sagen, ZDE, der Zweck der Existenz, wenn du dir denn immer ins Bewusstsein rufst, dann ist erstens einmal Arbeit keine Arbeit mehr, weil dann hat es im Grunde, da gibt es auch kein Work-Life-Balance, sondern dann ist Work gleich live, weil ich das einfach lebe, das Ganze. Dann, ich arbeite seit 10 Jahren nicht mehr, nächstes Jahr. Na, dieses Jahr ist 10-jähriges Rocksports-Jubiläum. Ich arbeite sehr, sehr viele Stunden. Ich will es gar nicht wissen, aber ich liebe das Ganze. Dementsprechend ist es für mich kein Aufwand. Aber am Ende des Tages, und du kennst vielleicht das Gefühl auch vom letzten Jahr, das Jahr 2021,
ist so im Fingerschnipsen verflogen gefühlt. Ich kann mich jetzt noch erinnern, wie das Silvester war, 2020 auf 21, denn da haben wir uns gerade vorbereitet auf unseren großen Fernsehauftritt, da sind die Produktionsmaschinen bei uns auf Hochtouren gelaufen, ich kann mich noch genau erinnern. Und jetzt ist schon wieder ein Jahr später, bam, so schnell ist es vergangen. Und gefühlt fließt die Zeit wie der Sand am Meer, wenn ich den so in der Hand angreife, zwischen den Fingern vorbei. Und umso wichtiger ist es, im Hier und Jetzt zu leben und aktiv zu entscheiden, okay, ich will was verändern. Wenn du sagst, ich will nichts verändern, du bist mit dem zufrieden, was du hast, das ist auch vollkommen okay, 100%. Aber entscheide das bewusst. Denn wir bereuen immer nur die Dinge, die wir nicht getan haben und nicht die Dinge, die wir getan haben. 5 Dinge, die sterbende Menschen bereuen. Von der Bronnie Ware kann ich nur empfehlen, richtig cooler Buchtipp, da steht es genauso drin. Wir bereuen nicht die Dinge, die wir getan haben, sondern genau die, die wir nicht getan haben. Ja, und das war im Grunde der dritte Punkt. Memento mori. Sei dir deiner Sterblichkeit bewusst. Das Leben ist keine Generalprobe. Du bereitest dich jetzt nicht auf ein zweites Leben vor, wo du das dann richtig machst. Und es gibt ein schönes Zitat, ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut wiedergeben kann. Das besagt, jeder Mensch hat 2 Leben. Das eine ist das erste Leben und das zweite ist dann das richtige Leben, wo man dann drauf kommt, ui, ich habe nur ein Leben. Und da kommt man dann drauf, ui, so, jede Sekunde ist in Wahrheit ein Geschenk. Jeder Tag, wo wir aufstehen, gesund sind, ein Dach über dem Kopf haben, was zum Trinken haben, geht es uns besser wie ein Großteil der Menschen auf dieser Erde. Das müssen wir wertschätzen, das müssen wir wertschätzen. Da können wir unendlich dankbar dafür sein und nutzen wir dieses Geschenk und machen wir was richtig Feines draus. Dann blüht das Herz auf einmal eine richtig große Freude und man kann den Planeten zu ein bisschen besseren Ort machen. Das heißt, kleine Reflexionsarbeit, denke mal an das Jahr, an das Vergangene zurück und sag, bist du mit dem, was du geschaffen hast, zufrieden? Wenn ja, dann ist es sehr, sehr cool. Wenn du sagst, na, irgendwie da und da könnte ich noch was machen und dort, und dann nimm diese Erkenntnis mit und versuch sie dann für dieses Jahr umzusetzen. Was nicht gut ist, dass du jetzt dich jetzt selbst niedermachst, und da muss ich mich auch immer ein bisschen mich vor mir selbst beschützen, vor meinem Verstand und Anführungszeichen, der sagt, naja, Chris, ein bisschen mehr, da wäre schon noch ein halbes Stündchen gegangen und dort auch noch ein Stündchen. Das ist natürlich dann zu viel des Guten. Aber am Ende des Tages, schau zurück ins Jahr und spür mal rein, hat das so gepasst oder willst du vielleicht für dieses Jahr vornehmen, doch noch ein bisschen mehr Power reinzustecken und doch noch ein bisschen mehr Energie zu investieren, um dein Ziel oder deinem Ziel näher zu kommen, dein Ziel zu erreichen. Ja, das waren im Grunde die 3 Punkte. Das heißt, Punkt Nummer 1, meine Empfehlung, sprich den Elefanten im Raum an. Mit Gefühl, aber sprich ihn an. Dir geht's besser und du wirst automatisch zum Magneten für die anderen Menschen. Punkt Nummer 2, die Uhr tickt, Memento Mori, nein, das war schon Punkt 3. Punkt 2 war im Grunde, mach dir keine Gedanken über das, was andere über dich denken oder schreiben, denn du kannst das ohnehin nicht beeinflussen. Entweder du lebst immer nach den anderen oder du lebst nach dir selbst. Und wenn du nach dir selbst lebst, dann bringt es automatisch auch nichts, dass du auf die Meinung anderer großartig was zählst, wie gesagt, auch wieder mit Gefühl. Selbstreflexion ist gut, Feedback zu bekommen ist auch gut, konstruktives Feedback einzuarbeiten ist super, ständig weiterentwickeln, aber dass wir uns selbst sabotieren, wenn wir die Angst davor haben, dass andere irgendwas über uns sagen, das ist auf alle Fälle ein guter Weg in die Unglücklichkeit, das kann ich nur nicht empfehlen. Und der dritte Punkt war, wie gesagt, Memento Mori, sei dir deiner Sterblichkeit bewusst, die Uhr tickt. Das soll jetzt kein Stressfaktor sein, sondern einfach nur eine Bewusstseinsmachung. Das Leben ist keine Generalprobe, mach das oder finde das raus, wofür du brennst, wofür du da bist auf dieser Erde und dann zieh die Sache durch. Ich wünsche dir von Herzen, dass du das so findest, wie es ich aktuell gefunden habe mit Rocksports, mit dem Sport und so weiter. Ich liebe das Ganze, jeden einzelnen Tag, bin unendlich dankbar. Und das heißt nicht, dass alles immer super easy funktioniert, aber ich weiß, dass die Dinge, die ich mache, da passt das Bauchgefühl, da passt das Herz dazu. Ich liebe es einfach und genau das wünsche ich dir von Herzen. So, jetzt habe ich noch 2 Punkte für dich. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten viele Gedanken über das Thema Unternehmer, Unternehmerinnen, über selbstständige Führungskräfte gemacht. Warum? Ich bin selbst Unternehmer seit vielen Jahren.
bin auch mit sehr, sehr vielen Unternehmern und Unternehmerinnen unterwegs, aber auch Führungskräfte, angestellte Führungskräfte bis hin zu Selbstständigen in unterschiedlichsten Bereichen. Und da habe ich über die Monate und Jahre festgestellt, dass da immer wieder die gleichen Probleme auftreten. Dementsprechend habe ich jetzt ein neues Mentoring-Programm entwickelt, und zwar das ROC-Prinzip. Das hat es vor den letzten 2 Jahren schon als ganz stark limitierte Auflage gegeben. Die habe ich jetzt deutlich weiterentwickelt. Quasi ROC-Prinzip 2.0, ganz speziell für Führungskräfte, für Unternehmer, für Unternehmerinnen und für Selbstständige. Und wenn das Thema für dich interessant ist, dann schau mal vorbei auf der ROC-Sports Webseite, roc-sports.at, kannst du dir ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren, dann können wir uns das anschauen, ob das ein Thema für dich ist. Und was aber viel wichtiger ist, und dazu lade ich dich ein, ab dem 15. Jänner startet Kickstart 2022 eine 15 Tage lange, ich sage mal, Rundreise mit geballten Content und Know-how. Dazu gibt es eine eigene ROC-Sports Facebook-Gruppe. Schau vorbei, mehr Energie, Motivation und mehr Power, glaube ich, irgendwie so habe ich es genannt. Eine neue Facebook-Gruppe. Die ist eine geschlossene Gruppe, wie gesagt, für Unternehmer, für Unternehmerinnen, für Selbstständige und für Führungskräfte. Und da gibt es ab dem 15. Jänner 15 Tage lang jeden Tag extrem coolen Input zum Thema Training, Ernährung, Regeneration, Mindset, wie man diese ganzen einzelnen Säulen im Alltag managen kann. Und auch für diejenigen, die Unternehmer werden wollen, die selbstständig werden wollen. Auch diese Herausforderung wird auf euch zukommen. Lange Rede, kurzer Sinn. Melde dich an bei der kostenlosen Facebook-Gruppe. Ist wie gesagt eine geschlossene Facebook-Gruppe. Melde dich dazu an. Wir geben das Ganze dann entsprechend frei. Und am 15. Jänner startet es los. Jeden Tag richtig feinen Inhalt. Wir sind gerade dabei, das Ganze vorzubereiten. Extrem geiler Mehrwert. Und den möchte ich dir hiermit mitteilen. Das heißt, 15. Jänner bis 30. Jänner eintragen in die Facebook-Gruppe. Dann bist du da fix mit dabei. Ja, und der zweite Punkt noch, wenn du feinste Bio-Sportnahrung, feinste Bio-Gewürze oder feinsten Kaffee möchtest, das habe ich eingangs schon erwähnt, dann schau bei uns vorbei im ROC-Sports Online-Shop. Wir haben wieder einiges Neues mit dabei, wir haben einen Haufen neue Gewürze. Auch bei der Sportnahrung hat sich wieder ein bisschen was getan, gerade bei unseren Schokoladen, Proteinschokoladen, zuckerfrei. Schau einfach einmal vorbei und wir freuen uns über jede Unterstützung in Form eines Einkaufs bis hin zu unseren Springseilen. Also wir haben da richtig aufgestockt, richtig feine Sachen. Und ja, wenn du da Lust hast, dann schau da einfach einmal vorbei. In diesem Sinne, das war es im Grunde von meiner Seite. Die erste Folge im neuen Jahr und es wird noch viel, viel weiteres kommen. Wenn dir das Ganze gefallen hat, lass mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da. Hinterlass mir eine Nachricht auf WhatsApp, per Mail, wo auch immer, über dein Feedback, wie dir das Ganze gefallen hat. Ja, und dann wünsche ich dir mit meinen 3 Learnings des letzten Jahres viel, viel Spaß, viel, viel Mehrwert und alles, alles Gute. Ich freue mich auf